Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil. Jetzt wollte ich schon wieder alles sagen. ETS 2. Hier mit dem Sven, der ist auch wieder mit von der Partie. Hallo. Hallo. Ja, meine Freunde, wir haben gerade eben schon mal eine Folge aufgenommen und dann habe ich gesehen, dass leider die Aufnahme am Ruckeln war, weil im Hintergrund noch Transportfieber lief. Das müssen wir nochmal neu aufnehmen. Auf uns gehen jetzt die Gespräche ziemlich aus, aber wir werden das alles mal wieder aufrollen, was wir gerade eben schon mal gesagt haben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und gleich vorweg, bevor wir losfahren, möchte ich ganz gerne nochmal sagen, ich habe eine Idee für ein neues Format. Sagen Mr. Bosen oder Frag Mr. Bosen, wo ich einmal in der Woche dann vielleicht eine kleine Tour fahre alleine und ihr mir über die Woche hinweg Fragen stellen könnt, mir oder zu meinem Kanal oder zu was auch immer. Und ich die dann beantworten werde in einer kleinen Fahrt, so dass wir quasi ein bisschen miteinander kommunizieren können. Ja, da könnt ihr mir, falls ihr Interesse habt, mal einen Kommentar schreiben und ja, ich mache da nochmal ein kleines Infovideo zu. Ja, so viel dazu. So Sven, was haben wir denn für einen Auftrag heute? Kabeltrommeln sehe ich. Schön schwer das unterwegs, die sieht geil aus mit unseren Scanias. Schön 34 Tonnen. Sieht gut aus, ja. World of Trucks, also nur 90. Perfekt. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Rom, ne? Jo. Nur eine Autobahn runterbrettern und zack sind wir schon in Rom. Ja, 312 Kilometer. Würde ich sagen. Oben an. Und let's go, wa? Ja. Was ist das denn für ein Auflieger da? Der Tankauflieger sieht auch nicht schlecht aus. So viele neue Sachen. Ist aber ein alter. Ja? Der ist nicht neu. Nur neues Design oder was? Den gibt's schon ewig. Ja. Ja, ich habe so viele Details noch nicht erkundet. Für mich ist das hier alles auch noch relativ neu. Und ja. Jetzt fahren wir hier mal eine kleine Runde. Ich sitze ja, wie ihr jetzt auch seht, im Scania. Ich bin jetzt eigentlich immer nur Volvo gefahren. Seit ich LS. Oh, das ist schon. Wieso sage ich immer LS, Sven? Weiß ich nicht, war das ein anderes Projekt ist von uns? Ja, das kann sein, aber ich fahre doch hier keinen Trecker. Na doch, ich fahre eine Güllepumpe, aber. Ist ja grün. Warum halte ich denn? Na, das frage ich mich auch. Ich bin sehr ungeduldiger KW-Fahrer, weil ich hupe, wenn jetzt bei Grün nicht gefahren wird. Okay, alles klar. Na, ich bin so weit vorgerutscht, dass das hinter der A-Säule versteckt war. Ja. Normalerweise halten wir an Ampeln ja nicht. Nee. Aber ich habe mir gedacht, jetzt machen wir das heute mal. Zur Abwechslung. Was ein bisschen komisch wird, dass ich im Rückspiel deine Lichter nicht sehe. Haben sie wahrscheinlich wegen Performance-mäßig ausgemacht. Ja, also ich sehe sie auf dem Boden, auf der Straße und so sehe ich sie. Aber ansonsten sehe ich dich fast gar nicht, vor allen Dingen nicht in der Dunkelheit. Hm. Ja. Jetzt kann ich meinen Liftachse auf jeden Fall nicht hochmachen, so wie eben. 34 ja, Tonnen. Nee. Nee, aber 34 Tonnen geht das auch nicht. So. Ja. Du warst halt dabei noch zu erzählen wegen deinem Dings, ne? Wegen deinem Volvo. Wegen meinem Volvo? Ja, genau. Mit meinem Volvo. Ja, habe ich einfach gemacht. Ne, mit meinem Volvo werde ich ab und zu auch mal wieder noch ein paar Touren machen. Weil schließlich hatte ich den ja seit Anfang an, seit ich das Spiel hier 2012 gekauft habe, bin ich nur meinen einen Volvo gefahren. Die ganzen Kilometer da nur mit dem Volvo. Klar, ab und zu verschiedenen Projekten mal oder mal so zum Testen oder mal auch mal mit anderen LKWs gefahren, aber zu 99% nur mit meinem Volvo. Und jetzt gehe ich gerade ein bisschen fremd hier. Jetzt habe ich schon 8090 Kilometer, glaube ich, hier mit dem jetzt runter. Schon ganz schön viel. Und ja, aber wie gesagt, ich werde ab und zu mal wieder mein Volvo fahren. Und ja, mir gefällt das Scania nicht ganz gut. Sound ist gut, sieht optisch gut aus. Vor allem mit dem Long Chassis gefällt er mir ganz gut.
jetzt mit dem Mighty Griffin Mod, die es im Steam Workshop gibt, die auch für Multiplayer kompatibel ist, geht das eigentlich auch ganz gut. Sieht ja ganz schick aus. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt dieses sehr feine Display. Ich spiele jetzt in 2K-Auflösung und eigentlich sollte die Auflösung dann schon nicht gut sein. Ist sie ja auch. Aber die Zahlen sind teilweise echt fein und verschwimmen so ganz leicht. Das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört. Aber ansonsten ist es ein Top-LKW. Oder was hast du, Sven? Ja. Ja? Sonst hatte ich keine 10.000 Kilometer schon drauf, auf dem. Ja. Ich bin halt so ein kleiner Scania-Fanboy. Na, du bist ja schon immer Scania gefahren, ne? Ja. Zwischendurch halt, um dir eine Freude zu machen, auch mal ein Volvo. Bis ich ihn dann in eine Leitplanke gesetzt habe und keinen Bock mehr drauf auf ihn hatte. Aber es sind halt beide Schweden, ne? Genau, es sind beide Schweden. Das Gute. Ich hoffe, ich komme mit meinem Sprit noch hin. Na doch, ich habe noch 200 Liter, das sollte eigentlich reichen. Ja, wenn nicht, wärst du jetzt gerade an der Tankstelle vorbeigefahren. Echt? Ist das eine Tankstelle rechts? Ja. Nein. Doch. Scheiße, da wäre ich jetzt ja überhaupt nicht drauf gekommen. Hier los. Hooligan, Oleg. Alle sind sie da. Nice. Ja, jetzt fahren wir schön hier nach Rom. Neue Strecken erkunden. Letztens sind wir von Sizilien bis nach Kaliste, glaube ich, weil wie es ausgesprochen wird, in England gefahren. Ich hatte eine Tour bis nach Manchester. Manchester. Du hattest nach Manchester, genau. Und ich hatte nach, was war davor? Keine Ahnung. Irgendwas davor halt. Hatte ich eine Tour. Und 3000 Kilometer waren das. Ich hatte am Ende so keine Lust mehr. Bin das ziemlich durchgezogen. Wir haben dann zwar am Ende nochmal eine Pause gemacht. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich diese durchgezogen. Muss ich. Ach, hier muss ich ja gar nicht Spur wechseln. Brauche ich ja nicht. Und dann lag ich dann leider am Ende, 80 oder 90 Kilometer vom Ziel, lag ich auf der Leitplanke. Und da hatte ich dann so keinen Bock mehr. Und dann habe ich mich leider von meinen Leuten verabschiedet. Die sind ihre Tour noch alleine zu Ende gefahren. Ich hatte einfach echt keine Lust mehr. Das war auch schon spät abends. Ja, 3000 Kilometer schlaucht dann schon echt. Was hast du? War ja schon halb eins. Ja. Halb eins, wo wir durch waren mit der Tour. Und wir haben um 9:30 angefangen. Ja, echt. Also das hat schon echt ganz schön heftig gewesen. Jetzt muss man vorstellen, fährt man wirklich realistisch hier mit 90, ja okay, die meisten fahren ja 85. Ja. Dann mit Ruhezeit, also Lenkzeiten einhalten und sowas. Also manche, die machen das ja wirklich, ne? Ja. Ja, bestimmt auf dem Server 1 hier, da sind ja bestimmt so die richtig Hardcore-Leute. Die fahren dann 4 Stunden durch oder so. Ja gut, wenn man dann halt, wenn man das so richtig schön simuliert und so, dann könnte das vielleicht Spaß machen, wenn du dann so eine Software hast, die das genau alles erkennt und so, könnte das vielleicht ganz cool sein. Aber jetzt, da muss man natürlich auch die Zeit für haben, ne? Also jetzt sich einen ganzen Tag hier 9 Stunden dann hinzusetzen und LKW zu fahren. Die haben es zwar früher auch gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Zu unseren Hochzeiten haben wir ja auch so viele Stunden hier runtergerissen, oder? Was meinst du? Ja, ja. Da sind wir ja bis teilweise... Ja. Da sind wir teilweise um 16 Uhr angefangen und haben dann 12 Stunden durchgefahren bis nachts um 4. Eine Tour nach dem anderen, immer die längsten Touren, rauf, runter. Frankreich, Italien, Frankreich, Italien, Frankreich, Italien, Frankreich, Italien. Das war schon echt krass. Da war schon Frankreich, Italien? Ja, ich weiß noch, also mit Marcel bin ich immer viel unten Impfstoffe gefahren, nach Gävle oder Stockholm hoch. Ja. Und haben wir es unten meistens immer unten hier in Toulouse oder in Nizza abgeholt oder was auch noch alles ist, in Marseille. Oder wo wir einmal um die komplette Map gefahren sind. Oh ja. Ja. Von hinten kommt was, ne? Weiß ich nicht. Na doch, der Abstand kommt ganz langsam, kommt dann näher.
Langsam wird es dann auch hell. Ich habe es nur einmal blitzen sehen, da wusste ich genau, was passiert ist. Da wurde einmal vor eine Schranke gedüst. Ja, ich war ein bisschen schnell. Alles gut, fahr weiter. Ich wollte mal in so einer Nothaltebucht anhalten. So, weil man es ja kann jetzt hier. Genau. Musst du dann ja auch mal nutzen, ne? Richtig. Auch schön mit Tempomat beschleunigen. Ja. Würde ich in Real Life nicht anders tun. Nö, nö. Also jetzt, ich bin ja letztens nach Le Havre gefahren im Auto. Ja. Und da in Frankreich und Belgien, da darfst du ja sowieso nur 120 oder 130 fahren. Also ich fahre mal 10 km schneller. Und in Frankreich, das waren 330 Kilometer, die ich da in Frankreich gefahren bin. Ich musste nur an den Mautstellen anhalten, beziehungsweise auch bremsen. Ansonsten habe ich alles über den Tempomat gemacht. Ich habe mit dem Tempomat beschleunigt, ich habe mit dem Tempomat gebremst, wenn ich mal bremsen musste. Ich habe meinen Fuß nicht einmal bewegt, 3 Stunden lang. Außer bei den Mautstellen. Das war schon echt chillig. Und vor allem ist nichts los auf den Autobahnen. Und die sind so glatt wie... In Frankreich sind die Autobahnen 1A. Genau, quasi so wie hier jetzt gerade im Spiel. So optisch gesehen. Ja. Dunkler Teer, keine Bodenwelle drin, nichts. Da war noch eine Baustelle auf dem einen Stück. Und dann stand da, dass für dieses Teilstück die... Maut nicht angerechnet wird. Also wird einem sozusagen gut geschrieben. Hat dann einem nur weniger Maut bezahlt. Ja. Ja. Ach ja, ach ja. Wir haben es ja auch gleich schon geschafft, glaube ich, ne? Ich habe meinen... wenig offen. Aber ich sehe schon wieder, dass... Auftrag. Ja, mein Zielpunkt da sehe ich da unten. Kommt schon wieder eine Mautstelle. Aber interessant, dass wir jetzt doch länger brauchen für die Tour als für die andere. Obwohl es auch 90 waren und die gleiche Kilometerzahl. Wir haben jetzt schon 13 Minuten. Bei 13 Minuten sind wir eben in die andere Stadt schon reingekommen. Dampflok, ja. Aber man soll ja auch mit dem LKW keine 130 fahren. In der Regel ja nicht, nein. Dafür sind die Bremsen nicht ausgelastet. Für diese Geschwindigkeit. Oh, ich habe neue Errungenschaft freigeschaltet. Viele Wege führen nach Rom. 3 von 4. Ja, eine müssen wir noch. Wir müssen jetzt noch von der anderen Seite kommen. Ja. Na, dann sind wir gucken, wie das jetzt gleich spürt hier. Schön rückwärts mit dem mitlenkenden Trailer einparken, rückwärts. Ja. Vielleicht. Oder wir haben Glück und Nein, ich nicht. Ich habe nicht auf zufällig, sondern für Erfahrene. Ach so. Ja, weil ich der Profi-LKW-Fahrer bin. Das könnte ich allerdings ja auch mal einstellen. Ich habe ja auf Zufall. Kein Wunder, dass du mal nur geradeaus einparken musst. Ja, wie gesagt, das ist Zufall, ne? Ja, aber zu 90% sind immer die leichtesten Sachen. Ja, das stimmt. Ziemlich häufig einfach nur geradeaus reinfahren oder so. Ja. Tada, schon sind wir in Rom. In Roman.
Ich frage mich immer noch, wann denn mal der Renault T hier reinkommen soll. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal kommt. Ja. Oder der neue MAN. Der Euro 6 meinst du? Ja. Sind ja auch der neue Mercedes, der Antos zum Beispiel. Ja. Der ist auch noch nicht drin. Vielleicht passiert ja immer was. Ja, aber ist ja wieder mit Lizenzen und so weiter. Muss ja immer genau nachfragen. Also ich muss wieder hinten gerade einparken. Ja, ich muss hier nämlich direkt schon wieder rückwärts einparken, hier auf der Ecke. Mega easy hier wieder für mich. Tada! Warte, was sollen die mit so einer riesen Kabeltrommel an der Rampe? Wie wollen sie die denn nachladen? Rückwärts in die Halle rollen oder was? Jo. Macht ja nun gar keinen Sinn. Gucken wir dem Sven noch mal zu, was er hier veranstaltet. Ja, können wir uns noch mal kurz den Scania angucken. Voller Beleuchtung hier. So, das ist ein schickes Teil. Mein Fahrer sitzt auf jeden Fall sehr gerade in dem Lenkrad. Er hat auf jeden Fall 50 cm Luft bis zur Lehne und der Gurt hört auch immer mitten in der Luft auf. Ja, ansonsten schickes Teil. Schick, schick. Schick, schick. Kann man nichts anderes sagen. Ist hier gut gelungen. So, Sven. Sven hat eingedockt. Schön. Ja, meine Freunde. Ja. Dann würde ich sagen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr ein paar Fragen habt zu mir persönlich oder zu was auch immer, zu meinem Job. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Und ja, auch danke an Sven, dass er mitgemacht hat. Und ja, darf ich sagen, sehen wir uns spätestens morgen wieder um 14 Uhr bei Transportfieber. Ja, oder? Morgen? Heute? Nee, morgen kommt sogar schon um 12 Uhr LS. Genau, morgen 12 Uhr LS und dann um 14 Uhr Transportfieber. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao.